Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 46 und zwar für die Handelstage vom 12.11. bis 16.11.2018. Wir wollen wie gewohnt auf die Märkte DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold blicken, schauen, was ist in der vergangenen Handelswoche passiert, welche wichtigen Widerstände und Unterstützungen haben eine tragende Rolle gespielt, welche Kerntendenzen sind eingetreten und wollen natürlich auch für die kommende Woche schauen, welche Widerstände und Unterstützungen könnten eine tragende Rolle spielen und vor allem, welche Kerntendenzen könnten denn hier in der vergangenen, in der kommenden Handelswoche natürlich eintreten. Wie gewohnt findet ihr neben dem Link unter dem Video hier zu der Website wot.jfdbrokers.com, wo es freien Eintritt und natürlich auch ein Gewinnspiel in Bezug auf die WOT gibt. Ich werde auch gleich nochmal darauf eingehen. Findet ihr wie gewohnt darunter die vier Märkte, über die ich spreche, dahinter entsprechend dann Uhrzeiten bzw. Zeitangaben, wo ihr dann in dem Video direkt zu den Märkten springen könnt. Also wenn euch zum Beispiel nur der Euro-US-Dollar oder nur Gold interessiert, dann könnt ihr hier unten in der Videobeschreibung entsprechend auf die Zeitangabe dahinter klicken und ihr kommt in dem Video direkt zu der entsprechenden Analyse. Wir würden uns natürlich auch nach wie vor freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen hoch gebt, wenn ihr darunter auch gerne kommentiert, wenn ihr Fragen habt oder eben auch Wünsche vielleicht zu anderen Märkten, Wunschanalysen zu anderen Märkten, dann schreibt das gerne unten in die Videobeschreibung rein und ich werde dann schauen, dass ich entsprechend darauf eingehe. Wie gewohnt an dieser Stelle dann auch erstmal der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass all das, was ich hier sage, definitiv nicht als Handelsempfehlung zu werten ist, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading und zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und ich bin eben schon kurz drauf eingegangen. Vom 23. bis 24. November 2018 findet ja wieder in Frankfurt die WOT statt, die World of Trading. Hier JFD Brokers natürlich wieder mit einem Stand vor Ort unter dem Motto Magie der Märkte 2.0. Und in diesem Rahmen bieten wir euch die Möglichkeit, hier für die WOT freien Eintritt zu bekommen. Und zwar auf der Website wot.jfdbrokers.com. Wie sie auch unten in der Videobeschreibung dann nochmals eingebettet ist, diese Website, da könnt ihr natürlich entsprechend draufklicken, ihr habt dann rechts oben die Möglichkeit, euch hier freien Eintritt zu sichern und es gibt ein tolles Gewinnspiel mit wirklich tollen Preisen, die ihr hier absahnen könnt, also auf diese Website wot.jfdbrokers.com gehen und entsprechend freien Eintritt und das Gewinnspiel dann natürlich an dieser Stelle sichern. Bevor wir starten, auf den DAX zu blicken, wie gewohnt an dieser Stelle auch der Blick auf die Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche. Und in der vergangenen Handelswoche hatten wir ja eigentlich sehr, sehr wichtige Ereignisse. Wir hatten die Midterms, also Wahlen in den USA, die den Markt aber gar nicht so nennenswert bewegt haben. Der Dow Jones hat zwar mal kurz 100 Punkte hoch, 100 Punkte runter zu der Fed-Zinsentscheidung, die dann eben später noch rauskam, aber zu den Wahlen ist hier eigentlich gar nicht großartig Volatilität aufgekommen und wie gesagt, die Fed-Zinsentscheidung hat auch nicht zu so nennenswerten Bewegungen geführt. Wir hatten das in den Livestreams auch immer angesprochen, dass es durchaus sein kann, dass hier gar nicht nennenswerte Bewegungen aufkommen und wir haben in der kommenden Handelswoche zwar auch ein paar nicht zu verachtende Wirtschaftskennzahlen, ich markiere das dann hier auch nochmal, gerade aus den USA kommt dann hier am Mittwoch Verbraucherpreisindex oder dann auch am Donnerstag nochmal Einzelhandelsumsätze. Aber es sind nach wie vor Zahlen, die zwar wichtig sind, man sollte immer mal draufschauen und auch es nicht vernachlässigen, vielleicht wenn man kurz vorher den Plan hat, Trades einzugehen, vielleicht kurz warten, bis diese Zahlen rauskommen, denn es ist natürlich immer möglich, dass zu den entsprechenden Uhrzeiten hier nächste Woche dann 14.30 Uhr am Mittwoch und 14.30 Uhr dann auch am Donnerstag gegebenenfalls Bewegung aufkommt, aber in den letzten Monaten war es dann eigentlich nicht der Fall, dass zu diesen Wirtschaftskennzahlen hier Bewegung aufkam und noch weniger zu den Zahlen, die dann aus Deutschland kommen oder aus der Eurozone, Verbraucherpreisindex, Bruttoinlandsprodukt, all diese Geschichten sollten den Markt nicht nennenswert bewegen, aber immer mal drauf schauen und wir werden auch, wenn sich hier Bewegungen ereignen, natürlich in den entsprechenden Livestreams dann das Ganze besprechen. Also da ist auch von der Seite jetzt nicht so viel zu beachten in der kommenden Handelswoche. Wir starten mit dem DAX. Wir blicken erstmal nochmal übergeordnet auf das große Bild und wir sehen ja oder wir wissen eigentlich, dass der DAX ja in diesem
Jahr. Wir sehen das hier. Hier ist der Schlusskurs in etwa 2017 und der Eröffnungskurs 2018. Und wir sehen nach wie vor, und es kam auch mehrfach als Frage diese Woche in den Livestreams, wie siehst du denn hier diese eigentlich fast negative Korrelation zwischen den US-Märkten und dem DAX? Denn, und wir hatten das auch immer wieder angesprochen, der DAX ist natürlich verhältnismäßig im übergeordneten Bild, im großen Bild, ja, negativ korrelierend zu den US-Märkten, denn wir haben hier den Schlusskurs 2017 und den Eröffnungskurs 2018 und wir sind aktuell auf Jahressicht hier im negativen Bereich und das auch nicht nur ein bisschen, doch, denn wir sind hier aus dem Bereich, na was ist es, 12.900 und wir sind aktuell im 11.500er Bereich. Also wir sind schon ein ganzes Stück im Minus und wir switchen jetzt mal ganz kurz ausnahmsweise in der DAX-Analyse zum S&P und der ist aktuell im positiven Bereich und er ist somit eben eigentlich auf dem großen Bild negativ korrelierend. Wir hatten hier, jetzt muss ich selber erstmal kurz schauen, genau, das war so in etwa der Bereich, das ist hier der Schlusskursbereich 2017 und wir sind aktuell hier im Bereich 2780, also wir sind auf Jahressicht positiv performant. Und das hat sich in der vergangenen Handelswoche auch wieder sehr, sehr stark gezeigt. Nicht nur in der vergangenen Handelswoche, sondern auch eigentlich über das Jahr. Wir hatten es auch immer wieder mit angesprochen. Wir müssen jetzt auch scheinbar aktuell wieder etwas stärker darauf blicken, wenn die US-Märkte steigen, dann heißt das teilweise im DAX, dass er vielleicht so minimal steigt, aber diese Woche zeigte sich teilweise, dass der DAX dann eher seitwärts lief, auf kleinerem Bild, auf kleinerer Ebene, während der S&P und auch der Dow Jones dann doch sehr, sehr sauber auf der Aufwärtsseite pushte und somit natürlich hier diese negative Korrelation zum Tragen kommt. Denn die US-Märkte steigen und der DAX steigt nicht. Er fällt zwar in diesem Moment dann auch nicht nennenswert, was eigentlich eine klassisch negative Korrelation wäre. Aber hier fehlt doch einiges an Power im DAX und somit ist für mich nach wie vor eigentlich die Abwärtsseite im DAX etwas interessanter. Hier auch in der Analyse jetzt gleich betrachtet als die Aufwärtsseite. Und auch in der vergangenen Handelswoche, wir ziehen das Bild jetzt mal etwas zusammen. Nicht zusammen, sondern auseinander und müssen mal ganz kurz auf die ATR blicken, beziehungsweise auf die aktuellen Schwankungen, die der DAX hier aktuell zeigt. Und die vergangene Handelswoche war sehr, sehr gering von den Schwankungen, nicht nur aus Tagessicht, sondern schlussendlich jetzt auch aus Wochensicht. Die vergangene, vorletzte Handelswoche war so groß. Ja, hier unten war dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag kam der Markt leicht zurück. Die vergangene Handelswoche, die war von der Wochenschwankung lediglich, ja, fast halb so groß nur. Also die ATR kam stark zurück. Wir hatten Montag lediglich 90 Punkte Tagesschwankung. Am Dienstag war es knapp oberhalb von 100 Punkten Tagesschwankung. Dann eben Mittwoch und Donnerstag waren es in etwa 120 und dann 150 oder 170 Punkte. Also da ging die Schwankung so ein bisschen nach oben. Aber am Freitag war sie dann schon wieder verhältnismäßig gering. Und das führte in Summe eigentlich zu einer sehr, sehr unvolatilen Handelswoche, die dann auch zusätzlich noch seitwärts tendierend war. Wir werden ja gleich den S&P analysieren. Der ist eigentlich klar aufwärts tendierend gewesen und der DAX zeigt hier klassisch eine Seitwärtswoche. Wir waren mal auf der Unterseite, also im negativen Bereich auf Wochensicht. Wir waren im positiven Bereich auf Wochensicht und sind aber schlussendlich Schlusskurs vorletzte Handelswoche Freitag und Schlusskurs jetzt Freitag war in etwa auf einer Ebene. Was für mich bedeutet, die Analyse der Vorwoche kann eigentlich annähernd Bestand haben. Denn wir hatten übergeordnet den 420er Bereich als richtungsentscheidend auserkoren und der hat auch wunderbar funktioniert. Die komplette Handelswoche war nicht nur im DAX, auch im S&P, im Euro, US-Dollar eine sehr, sehr saubere charttechnische Woche, denn dieser richtungsentscheidende Bereich, die Unterstützung in etwa 420 hat in der vergangenen Handelswoche wirklich mehrmals gehalten. Somit war von meiner Seite in dem unteren Bereich mehr der Gedanke der Aufwärtsseite und im oberen Bereich, wo wir dann in diese Region der Schlusskurse der vorletzten Handelswoche kamen, da war dann der Short-Gedanke doch nicht ganz so uninteressant und hier unten in diesem Bereich waren es dann die Long-Gedanken. Und der Kerngedanke war ja, dass oberhalb von 420 es durchaus realistisch ist, dass wir weiter nach oben laufen. Ich hatte es sogar als realistisch angesehen, dass diese Vorwochenhochs durchschritten werden und der Markt es durchaus schaffen kann, in Richtung 800 zu laufen. Er hat aber diese Stärke nicht gezeigt. Die US-Märkte haben, wenn man es eben vergleicht,
vergleichen würde, diese Bewegung ganz locker vollzogen, denn der S&P rangierte hier ganz knapp unterhalb dieser Hochs von in etwa Mitte Oktober und der DAX hat es einfach nicht geschafft. Was für mich dafür spricht, nach wie vor, und es zeigt ja auch das übergeordnete Bild, was wir uns eingangs anschauten, dass der DAX eher Schwäche ist oder eher schwach ist und dass natürlich, sobald die US-Märkte wieder etwas abgeben, sie haben am Donnerstag und Freitag abgegeben, das hat der Markt zwar auch noch nicht so wirklich aufgenommen, aber wenn hier doch wieder etwas Schwäche reinkommen sollte, dann ist nach wie vor oder grundlegend ist nach wie vor, und das zeichnen wir jetzt hier nochmal ein für den DAX, der 420er Bereich, der richtungsentscheidende Bereich für die kommende Handelswoche. Darüber kann es immer wieder weiter passieren, dass der Markt eben leichte Aufwärtstendenzen zeigt. Wenn die US-Märkte weiter stark sind, dann ist es dann auch in der kommenden Handelswoche nicht ausgeschlossen, dass hier die Wochenhochs der vergangenen Handelswoche überschritten werden, dass die Wochenhochs der vorletzten Handelswoche überschritten werden und dass der Markt es dann doch mal in Richtung 840 schafft, denn der S&P und die US-Märkte haben interessante Ziele auf der Aufwärtsseite, die auch realistisch erreicht werden können, und wenn sie diese Stärke weiter fortsetzten, wie sie in den letzten Wochen hatten, dann ist es dann auch denkbar, dass der DAX dann eben mal diese Hochs überschreitet, dann wirklich mal eben so ein bisschen eben diese Schwäche rausgeht und eben hier leichte Long-Tendenzen weiter eintreten. Das ist nicht auszuschließen und das wäre oberhalb von 420 auch erstmal so mein Kerngedanke, an den ich dann meine Tagesideen, meine Tagespläne entsprechend anpasse. Und da wird es natürlich interessant, wie geht er mit diesen Hochs hier um? Ja, mal schauen, ob man hier wieder antizyklisch dann auch mal auf die Abwärtsseite setzen kann, immer situativ angepasst an die jeweiligen Tage oder dann, dass der Markt eben nach oben durchgeht. Sollte er allerdings 420 nach unten nennenswert nachhaltig durchschreiten. Das bedeutet für mich nicht, wenn er irgendwie mal eine halbe Stunde kurz darunter dippt und sofort wieder über 420 geht, dann ist es ja einfach nur mal ein kurzer Test, ein kurzes Überpesen der 420 nach unten, um dann sofort wieder zurückzuschnallen. Nein, wenn er hier wirklich auf zum Beispiel einem Stundenchart Schlusskurse findet, Formationen bildet, die eben mehr für die Abwärtsseite sprechen, dann ist es hier unten natürlich interessant, auf die Abwärtsseite zu setzen. Und es ist durchaus realistisch, dass der Markt unterhalb von 420 sich dann auch wieder Momentum auf der Abwärtsseite aufbaut, ja, weil das hat er in den letzten Phasen, in diesen letzten Abwärtsphasen, wir hatten eine Abwärtsphase, eine Erholung, eine Abwärtsphase, eine Erholung und eine Abwärtsphase und sind jetzt wieder in so einer Erholungstendenz drin, die sehr, sehr schleppend stattfindet. Und jetzt ist es natürlich denkbar, dass wir die Abwärtsseite auch wieder aufnehmen. 160, 150 definitiv realistisch erreichbar ist. Und wir wissen, dass dann eben der 11.000er Bereich auch so dieser nächste Bereich auf der Unterseite ist, der durchaus angelaufen werden kann. Und das wäre jetzt auch erstmal so das Ziel für die kommende Handelswoche. Wenn Schwäche aufkommt, dass er zuerst in Richtung 11.150 rutscht. Wir haben zwischendurch nochmal so ein paar kleine Unterstützungsniveaus, die dann für die jeweiligen Tage durchaus interessant sein können. Übergeordnet wäre 160, 150 als nächster Bereich interessant. Und dann das Durchschreiten dieses Bereiches in Richtung der Bewegungstiefs, die in etwa bei 11.030, 11.050 liegen und dann natürlich die 11.000 als nächster Bereich. Wir haben übergeordnet eigentlich noch vier weitere Ziele auf der Unterseite. Wir können das Bild hier nochmal ein Stück zusammenschieben und blicken da nochmal kurz drauf, denn da kommt eigentlich so der nächste kernunterstützende Bereich im Bereich 10.800. Ob das aber in dieser Art und Weise in der kommenden Handelswoche stattfindet, wage ich erstmal vorsichtig gesagt zu bezweifeln. Denn 5 Handelstage, wir haben eine sinkende ATR, da muss schon ordentlich Dampf auf den Kessel kommen, dass hier wirklich der Markt in der kommenden Handelswoche nicht nur dann aus dem 11.500er Bereich erstmal in Richtung 11.000 rutscht, das ist natürlich dann schon mal ein ganzes Stück, sondern dann nochmal eben nochmal 200 Punkte draufsetzt, dann muss schon wirklich Druck drauf kommen und die US-Märkte aus der aktuellen Aufwärtstendenz dann auch wieder mit nach unten mitspielen, dass das stattfindet. Somit würde ich erstmal hier diesen Bereich um die Marke 11.000 so als ein realistisches Ziel für die kommende Handelswoche ansehen auf der Abwärtsseite, beziehungsweise dann eben auch leichte neue Bewegungshochs hier auf der Aufwärtsseite. Das soll es für den DAX gewesen sein. 420, wie gesagt, so der richtungsentscheidende Bereich. Gehen wir mal auf den S&P. Wir hatten das ja eben schon angeschaut. Der S&P ist natürlich viel, viel stärker im Verhältnis zum DAX. Auch der Dow Jones zeigt
zeigt diese Stärke natürlich, weil er ja auch positiv korrelierend mit dem S&P ist. Und wir hatten eben schon diese Hochs von Mitte Oktober hier angesprochen und wir sehen, dass der S&P knapp davor dann erstmal gescheitert ist. Und wir hatten in den Livestreams am Donnerstag und am Freitag dann schon die Abwärtsseite auf dem Schirm und wir haben hier eigentlich punktgenau dann auch die Ziele. Gerade am Freitag hat das wunderbar funktioniert, nicht nur im S&P, sondern auch im Dow Jones, dass der Markt am Freitag, wir sehen es hier nochmal, Schwäche gezeigt hat, auch ein wenig Momentum aufgebaut hat auf der Unterseite und schlussendlich hier dieses letzte Bewegungshoch getestet hat, beziehungsweise exakt das Unterstützungsniveau, was hier immer schon eingezeichnet war, von 2763. Und jetzt sind wir im S&P, ja, anders als im DAX, sind wir eigentlich schon wieder, wir hatten ja hier diese Abwärtsbewegung, Erholung, Abwärtsbewegung, Erholung. Wir hatten dann schon in der vergangenen Handelswoche diesen wichtigen Bereich in etwa 2720 nach oben durchschritten, haben dann auch den Schlusskurs in diesem Bereich gefunden und das war dann auch mein Gedanke. Dieser Bereich sollte für die Handelswoche richtungsentscheidend sein. Kurse darunter könnten für die Abwärtsseite sprechen und wir sehen, dass der Markt da nie darunter war, sondern dann eben hier sauber die Aufwärtsseite vollzogen hat. Wichtige Widerstände immer angelaufen hat, kurze Reaktion, nächstes Bewegungshoch, kurze Reaktion, nächstes Bewegungshoch und dann kam er hier in die Nähe der Mitte Oktober Hochs, hat das nicht ganz geschafft und wie gesagt, Donnerstag und Freitag, wo dann hier auch schwarze Kerzen sind, hatten wir dann auch hier schon wieder auf eine Konsolidierung gesetzt in dieser aktuell laufenden Aufwärtsbewegung in Richtung dieser alten Hochs und das ist charttechnisch sehr, sehr sauber, denn das ist eben eine klassische Aufwärtsbewegung, der Markt läuft hoch, der Markt läuft runter, der Markt läuft hoch, der Markt läuft runter und testet entsprechend immer alte Hochpunkte aus der Vergangenheit und das eben mit Bravour, beziehungsweise dann eben auch entsprechende Unterstützungen, die in der Nähe dieser Hochs liegen, die vorher dann Widerstand waren und dann automatisch zur Unterstützung werden. Und somit ist es hier erstmal im S&P nicht wie im DAX, da lassen wir ja die 420 stehen als richtungsentscheidenden Bereich. Wir müssen hier im S&P jetzt auch den richtungsentscheidenden Bereich anpassen. Wir hatten auch so 2800 als wichtig Bereich, hier Zielbereich, Markt dippte leicht drüber, dann auch in der Woche mal so als richtungsentscheidend angesehen, wo ich dann auch gesagt habe, wenn er da runterkommt, ist eben diese Konsolidierung eigentlich reif. Wir hatten dann auch den Donnerstag so ein bisschen als Schiebezone, gerade im Dow Jones zeigte sich das relativ gut. Und dann eben der Bruch dessen in Richtung hier dieser alten Hochs. Und dieser Bereich sollte jetzt auch in der kommenden Handelswoche richtungsentscheidend sein. Wenn der Markt jetzt weiterhin sauber aufwärts tendierend sein sollte, dann sollte es das mit einer Konsolidierung dann auch gewesen sein. Klar, er kann eventuell, ja, können tut er alles, er kann natürlich hier auch nochmal so leicht drunter dippen. Was allerdings dann für mich erstmal ein bisschen Vorsicht bedeuten würde, denn eine Komplettdrehung des Marktes aus dem grundsätzlich 2800er Bereich jetzt wieder komplett nach unten ist natürlich denkbar. Sollte jetzt aber erstmal in der Analyse für die Aufwärtsbewegung nicht so interessant sein, sondern eigentlich dieses Unterstützungsniveau in etwa 2763. Sprich, der Markt geht hoch, der Markt kam runter, der Markt geht hoch, der Markt kam runter und der Markt sollte dann wieder hochgehen aus diesem Bereich. Was haben wir auf der Aufwärtsseite als interessante Ziele? Natürlich die Hochs der Vorwoche im Bereich 2825 bzw. knapp darunter, was dann gleichzeitig auch Mitte Oktober diese Hochs sind, ja, dass er die dann eben anläuft. Und natürlich dann idealerweise nach oben durchschreitet. Und wir sehen ja hier diese sehr, sehr starke Abwärtskerze, diese Momentumphase von Anfang Oktober, diese Bewegung. Und hier war es so, dass diese scharfe Bewegung auf der Unterseite über den kompletten Handelstag stattgefunden hat, sprich aus unserer Zeit hier in Europa schon am Morgen begann, dann eben schon hier an unserem Vormittag lief und dann eben der Markt zur US-Markteröffnung. Ich habe es jetzt nicht genau auf dem Schirm, man müsste nochmal schauen, aber die US-Markteröffnung um 15.30 Uhr kam dann erst hier in diesem Niveau. Wir haben somit hier ein offenes Gap und dieses offene Gap mit dem Schlusskurs, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, was es für ein Wochentag war, dieses offene Gap ist natürlich als ein Ziel sehr, sehr interessant für den Markt. Nicht nur, weil das eben eine Momentumbewegung war, die auch ganz gerne dann immer mal wieder zurückerobert wird, sondern weil dort eben auch noch zusätzlich diese offene Lücke steht. Und somit ist es nicht auszuschließen, wenn der Markt sich weiter charttechnisch sauber bewegt. Und wir zeichnen dafür mal die Schwünge der letzten Aufwärtsbewegungen ein. Das war einmal dieser Schwung.
dann war es dieser Schwung. Und wenn wir diese Amplitude dann hier nochmal anzeichnen, ja, also in etwa so die Mitte oder ein Mittel dieser beiden letzten Aufwärtsbewegungen, wenn wir das jetzt in den Markt antizipieren, dann wäre dieses Schließen des Gaps in Richtung 2876 in etwa oder 2880 definitiv denkbar und definitiv eine realistische Überlegung. Was da bedeutet, oberhalb von 2763 würde ich erstmal schauen, wie sich der Markt natürlich grundsätzlich in den Tagen auch immer bewegt, aber ich würde erstmal grundsätzlich übergeordnet die Aufwärtsseite weiter annehmen, schauen, wenn der Markt eben entsprechend oberhalb von Schlusskursen eröffnet, dann ist es ja immer so ein bisschen mehr so long tendieren und jeweils, wie sich die Tage dann natürlich auch entwickeln, wie die Vorzeichen aus Europa sind, wie die Asien-Vorzeichen sind, dann entsprechend, wenn der Markt aufwärts pusht, natürlich auch Aufwärtstendenzen annehmen und wenn er nachhaltig dann erstmal unter 2763 rutscht, dann kann es natürlich auch hier in den letzten richtungsentscheidenden Bereich 2720 gehen. Kann man auch schon mal vorsichtig auf der Abwärtsseite handeln und wenn wir dann unterhalb von 2720 sein sollten, ähnlich wie im DAX unterhalb von 11.420, dann ist es natürlich denkbar, dass wir doch die Abwärtsseite wieder etwas stärker aufnehmen. Aber dafür muss der Markt dann eben wirklich erstmal die Abwärtsseite zeigen. Somit haben wir zwischen 2763 und in etwa 2720 so eine leichte Schiebezonenphase, wo man natürlich auch schon handeln kann und ich dann hier auch schon mal schaue, dass ich vielleicht so ein bisschen auf der Abwärtsseite schon mal unterwegs bin. Aber so richtig interessant wird es eigentlich erst unter 2720 dann für die Abwärtsseite. Also das so die Gedanken für die kommende Handelswoche, für realistische Ziele, realistisch zu erreichende Bereiche hier im S&P. Und wir switchen auf den Euro-US-Dollar, der erstmal auch charttechnisch sehr, sehr sauber unterwegs war. Wir wollen hier auch nochmal ganz kurz das übergeordnete Bild einfangen. Und ich bin ja in den letzten Wochen, ich muss schon fast sagen, in den letzten Monaten mehr der Verfechter der Abwärtsseite gewesen. Warum? Weil wir sind zwar Anfang des Jahres mal kurz nochmal auf der Aufwärtsseite unterwegs gewesen, hatten dann hier oben diese Schiebezone und hatten dann nach dieser Schiebezone, es war dann Mitte Mai oder ich müsste nochmal schauen genau, wann dann der erste Bruch hier dieser Schiebezone auf der Abwärtsseite kam und wir hatten das hier als Kernbewegung erstmal auf der Abwärtsseite im Euro-US-Dollar und dann hatten wir eine lange Zeit ja hier so eine Seitwärtsbewegung lokalisiert, wo sich der Markt wirklich überwiegend in diesem Bereich in etwa 15,30 bis 17,30, also 1,15,30 bis 1,17,30 aufhielt. Mal kurz den Versuch nach oben startete, 17,30 nach oben durch Schritt in Richtung 18,20 lief, das dann aber nicht halten konnte, wieder in den Bereich zurück. Dann der erste Versuch auf der Abwärtsseite und jetzt nochmals der Versuch auf der Abwärtsseite. Und wir sind in den letzten Wochen jetzt schon wieder tendierend auf der Abwärtsseite unterwegs, auch von der Analyse und wir haben das auch in der vergangenen Handelswoche gesehen. Auch hier der blaue Bereich, der Richtungsentscheid, Bereich, den wir im S&P jetzt wieder angepasst haben, im DAX haben stehen lassen und wir hatten hier in der vergangenen Handelswoche den Test. Ja, und wir sehen hier im 4-Stunden-Chart, hier war dann mal ein Schlusskurs auch über diesem wichtigen Bereich. Klar, selbst wenn man hier mal einen Versuch auf der Aufwärtsseite gewagt hat, ja, oder der dann die Aufwärtsseite vielleicht auch schon wieder als etwas in Anführungsstrichen sicherer angesehen hat, das ist nicht schlimm, dann hat man da eben mal einen Trade, der wirklich nicht funktionierte, aber dann kam der Rutsch erstmal wieder in Richtung 14,30, dann ist er hier kurz hängen geblieben und dann ging es exakt in den Bereich 13,30 wieder nach unten zum Ende der Handelswoche. Und auch hier an dem Bereich immer mal wieder kleine Squeezes auf der Abwärtsseite, also Versuche an Widerständen oder nach leichten Erholungen die Abwärtsseite zu handeln, haben in dem ersten Teil der Wochenhälfte jetzt nicht zwingend zu Mega-Gewinnen geführt, aber sollten auch, wenn man das Ganze richtig angeht, auch nicht nennenswert zu großen Verlusten geführt haben. Und wenn der Markt dann eben Gas gibt auf der Unterseite, sollte man versuchen, hier dann wieder etwas stärker mit dabei zu sein. Und wir sind jetzt erneut, wie in den vergangenen Handelswochen, schon des Öfteren wieder in dem Bereich 1,13, die Bewegungstiefs, beziehungsweise 1,1330. Die Bewegungstiefs hier liegen im Bereich 1,13. Und jetzt ist es natürlich nach wie vor grundlegend mein Kerngedanke, da die Kernabwärtsbewegung, wie eben eingezeichnet, auf der Abwärtsseite ist, dass sich der Markt Euro-US-Dollar auch weiter auf der Abwärtsseite verhält. Und ich würde jetzt hier für die kommende Handelswoche den richtungsentscheidenden Bereich ein wenig anpassen, nicht so nennenswert, aber der Bereich 1,1430, ja, ist so ein bisschen diesen richtungsentscheidenden Bereich nach unten angepasst. Ich lösche dann später diesen Bereich hier oben raus. Der ist natürlich charttechnisch nach wie vor wichtig,
Aber ich würde jetzt erstmal den richtungsentscheidenden Bereich etwas nach unten anpassen. Was da bedeutet, wieder leichte Erholungen können durchaus genutzt werden. Moment, wir machen den Pfeil mal etwas dünner. Leichte Erholungen, wir haben hier so eine Schiebezone, das wäre so ein Bereich, wo ich erst überlegt habe, nutze ich diesen als richtungsentscheidenden Bereich, habe dann aber nochmal geschaut, dachte, nee, der kann schon auch durchaus nochmal in den Bereich 14,30 laufen, aber das wäre hier zum Beispiel schon so ein Gedanke, wo man es dann mal auf der Abwärtsseite versuchen könnte, beziehungsweise dann erneut natürlich 14,30, hier solche Erholungen, interessant für die Abwärtsseite. Ja, entsprechend in das nächste Unterstützungsniveau 12,60. Wenn er allerdings wirklich schwach ist, ich sehe es nicht zwingend als ausgeschlossen an, dass der Markt sogar etwas stärker pushen könnte in Richtung 1,20 beziehungsweise ganz knapp darunter. Da kommt so das nächste Unterstützungsniveau und das ist durchaus realistisch und auch die letzte Kernbewegung der vergangenen Woche zeigt das ja. Wenn wir hier diese Bewegung uns anschauen, die der Markt zeigte, und wenn wir diese jetzt nochmal von dem aktuellen Kursniveau beziehungsweise vielleicht von leichten Erholungen hier in etwa ranpacken, dann geht das schon in diese Richtung. Also durchaus realistisch, weil die letzte Bewegung orange eingezeichnet hier der vergangenen Handelswoche, Donnerstag, Freitag, zwei Handelstage waren. Und wenn dann eben diese Bewegung hier nochmal antizipiert wird, dann ist der Weg in Richtung 1,20 hier unter nach unten eben grundlegend frei und durchaus als realistisch anzusehen. Sollte der Markt diese blauen Pfeile nicht vollziehen, sondern hier erstmal direkt nach unten durchgehen, dann müsste man mal schauen, ob man vielleicht einen Break antizipiert hier durch diese Tiefs in etwa 1,13. Allerdings, da muss man wirklich situativ schauen. Es ist dann denkbar, dass wir den ersten Squeeze schon mal in Richtung 12,60 sehen, von dort dann erstmal vielleicht Reaktion stattfindet, um uns dann auf tieferem Niveau nochmal Chancen zu geben, hier auf der Abwärtsseite einzusteigen. Hier muss man dann wirklich ganz genau gucken. Ich schaue dann manchmal, dass ich Breakouts antizipiere. Allerdings, diese kleine Chance sollte natürlich eben durchaus realistisch sein, aber man müsste dann eben schauen, dass die entsprechend in Stops verhältnismäßig viel, viel kleiner sind, um trotzdem daraus noch ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis zu bauen. Von daher, das muss man situativ entscheiden, ob hier ein Breakout durch 1,13 durchaus Sinn macht. Viel interessanter ist es eigentlich, immer auf Erholungen zu setzen. Sollten wir den richtungsentscheidenden Bereich nach oben durchschreiten, 14,30, wird es natürlich wieder dann, klarer würde ich jetzt nicht sagen auf der Aufwärtsseite, aber es ist so die ersten Ausrufezeichen, die kommen dann, die Bewegungshochs oder beziehungsweise die Wochenhochs der Vorwoche sind dann natürlich auch nochmals durchaus realistisch angreifbar. 15,30 als nächstes Ziel ist antizyklisch zu der aktuellen Abwärtsbewegung, die wir haben. Runter, Erholung und jetzt starten wir ja schon wieder runter und es ist eben deswegen hier unten die Abwärtsseite interessant und wenn wir hier über diesen Bereich laufen, dann ist es vorsichtig auf der Aufwärtsseite möglich. Das ist allerdings nicht das, was ich dann handeln wollen würde, das muss ich situativ mir anschauen. Ich möchte hier unten, wenn dann die Abwärtsseite handeln, wenn ich ein positives Feedback bekomme, also die Trades funktionieren, mache ich das weiter, wenn ich ein negatives Feedback bekomme, dann bin ich hier tendenziell vorsichtiger. Ihr kennt das im Euro-US-Dollar und auch im Gold, was wir jetzt uns gleich anschauen. Und dass ich in den beiden Märkten ja aktuell etwas defensiver grundlegend unterwegs bin, weil sie doch überwiegend doch schon leicht shoppy unterwegs sind. Aber das hier die Analyse zum Euro-US-Dollar. Schauen wir aufs Gold. Gold hat uns im Gegensatz zum DAX, S&P und Euro-US-Dollar nicht so wirklich den Gefallen getan, wie ich ihn hätte gerne sehen wollen. Führte aber grundsätzlich auch nicht dazu, dass die angesprochenen Setups, die ich hier immer wieder kundgetan habe, zu nennenswerten Verlusten, zumindest nicht im Daytrading, geführt haben. Ich hatte hier einmal als nicht so unwichtiges kleines Unterstützungsniveau den Bereich in etwa 23,24 aufgezeigt und wir sehen, dass auch in diesem Bereich wenigstens kurzfristig eine Reaktion stattfand. Diese Reaktion vielleicht nicht zwingend zum Mega-Gewinnen geführt hat, wobei die Reaktion von der 24 ja sogar in den Bereich 36 führte, also 12 Dollar, das ist eigentlich schon eine sehr, sehr schöne Bewegung und auch die Reaktion in dem richtungsentscheidenden Bereich war da. Also aus dem Bereich 12,20 in den Bereich hier in etwa 24,25. Diese Bewegung war auch dort und solch eine Reaktion sollte dann auch wenigstens nicht zu extremen Verlusten führen. Aber wir haben dann im Nachhinein gesehen, okay,
Gold möchte dann doch wieder pushen auf der Abwärtsseite und dann hatte ich dann auch aufgezeigt, wenn wir 1,1220 nach unten durchschreiten, dann ist dieser nächste richtungsentscheidende Bereich beziehungsweise obere Grenze auch dieser ewigen Seitwärtszone, die wir ähnlich wie im Euro-US-Dollar auch im Gold hatten. Und zwar hatten wir immer wieder ganze Wochen lang besprochen, diese Schiebezone mit der oberen Grenze 12,06 und der unteren Grenze in etwa 11,94. Das war so eine Schiebezone, wo der Markt sich hauptsächlich drin bewegt hatte. Und ich habe dann schon gesagt, okay, wenn wir 12,20 nach unten durchschreiten, dann ist ein realistisches Ziel dieser 12,06er Bereich. Allerdings musste man dann hier aufpassen, da der Weg zwar jetzt hier sehr, sehr schön vollzogen wurde, aber grundsätzlich nicht so weit war. Also auch dann erstmal zu den letzten Wochen so ein bisschen antizyklisch galt, dass man hier so ein bisschen vorsichtig ist. Und als nächster interessanter Bereich kommt jetzt natürlich diese untere Grenze der Seitwärtszone, der hier angelaufen werden kann. Aber bedingt durch dieses Hin und Her, zeichnen wir mal vorsichtig ganz dünn ein, dieses Hin und Her, Moment, nehmen wir Pfeile, Moment, also zack. So, also durch dieses Hin und Her, was wir hier hatten, ja, also was natürlich eine Menge Volumen aufwarf, ja, ist es natürlich jetzt eben möglich, dass dieser Bereich grundsätzlich bremsend wirkt. Also wenn wir jetzt hier reinlaufen, der Markt etwas shoppy wird, zurückkommt, dann irgendwann vielleicht 11,94 auf der Unterseite angegriffen wird. Das ist allerdings bedingt durch die Vergangenheit kein Bereich, wo ich agieren möchte. Die Long-Gedanken hier standen, die haben erstmal nicht mehr funktioniert, aber auch man hat nicht nennenswert Geld verloren. Dann kam dieser Rutsch, den ich dann aber auch nicht gehandelt habe, weil mir das auch nicht so geheuer war in diesem Bereich. Also Gold, wie gesagt, eigentlich auch der Markt, den ich aktuell defensiv betrachte, denn dieses ganze Hin und Her hier unten, dann auch das Hin und Her in den letzten 2-3 Handelswochen, nachdem wir dann ausgebrochen sind aus der Phase hier oben, dieses Hin und Her, ist ja auch keine saubere Trendbewegung. Eine relativ saubere Trendbewegung hatten wir hier, in diesem Bereich. Hier ging es schön sauber, trendfolgend nach unten und wir konnten hier auch gutes Geld im Gold verdienen. Da war das interessant, was Gold aktuell macht. Das kann ich nur, mehr kann man ja dazu nicht sagen, das kann man hier wirklich immer nur wieder ansprechen. Das ist sehr, sehr shoppy, das ist sehr, sehr seitwärts. Dann kommt immer mal so ein Schub, ja, wieder seitwärts. Dann kommt mal eine Bewegung, die mal so ein bisschen anfängt anzulaufen. Ja, die wird sofort wieder zurückerobert, wieder seitwärts. Jetzt kam mal so ein bisschen Druck nach unten und es ist eben, wie gesagt, nicht ausgeschlossen, dass wir weiter so sehr, sehr shoppy laufen. Für mich wird es interessant und somit lasse ich im Gold auch den richtungsentscheidenden Bereich. Wenn wir 12,20 nach oben durchschreiten, erneut Stärke finden, dann wird es hier erneut interessant zu kaufen. Und zwar nicht so aggressiv mit der Zielsetzung, sondern wieder 12,41 erstmal als Ziel. Viel mehr würde ich da nicht annehmen. Wenn wir davon ausgehen, dass das hier wieder eine Schiebezone ist, eine Seitwärtszone ist, dann wäre es einfach nur mal wieder der Test des oberen Bereiches. Sollten wir hier nachhaltig ausbrechen, ja, dann kann es in Richtung 12,63 gehen. Saubere, weitere Folge der Aufwärtsbewegung, die hier so, wenn man es ganz grob nimmt, aus dem Bereich 1160 in irgendeiner Art und Weise zwar zu voll, oder der Markt es vollzieht, aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon. Interessant wird es, bedingt durch diese sehr, sehr saubere Abwärtsbewegung, die wir hier von ja, Mitte April bis Ende Juli, meist ist das Mai, Juni, Juli, was ist das, Mitte August hier, ja, das ist eigentlich so das, was ich sehen möchte und wenn wir erneut unter 94 kommen, dann könnte sich das dann auch nach unten gegebenenfalls zum Ende des Jahres weiter fortsetzen. Aktuell sieht es allerdings mehr dafür danach aus, wir haben jetzt mittlerweile ja nur noch 1,5 Monate für dieses Jahr, dass sich Gold in so Schiebezonen, Seitwärtsbewegungen hier eher weiter fortsetzt und somit auch fürs Daytrading durch schnelle Richtungswechsel, auch im Swingtrading, wo man hier wirklich, wenn man merkt, okay, der Markt kommt in wichtige Bereiche und man kauft oder verkauft, dann ist irgendwie so 2 Tage später der Drops schon wieder gelutscht. Wenn man Glück hatte, konnte man ein bisschen Risiko rausnehmen aus so einem Trade, aber so wirklich nennenswert Geld verdienen war ja hier aktuell im Swingtrading-Bereich definitiv nicht. Im Daytrading hat man mal die ein oder andere Chance, aber ich bin hier nicht böse, dass ich im Gold aktuell gar nicht so viel handle. Und von daher haben wir jetzt sehr, sehr viele Pfeile hier drin. Wir wissen,
12,20. Darüber könnte man mal wieder über Käufe nachdenken und etwas weiter weg der Bereich 11,94. Wenn wir da runterkommen, ist es interessanter für Verkäufe. Alles dazwischen, da lasse ich Gold sein und Gold soll sich austoben. Von mir aus noch bis zum Ende des Jahres. Vielleicht mit dem Gedanken, dass wir kommendes Jahr wieder etwas trendiger, etwas sauberer hier laufen. Das soll es für diese Handelswoche gewesen sein. Trading-Wochenanalyse. Denkt daran, der Link unterhalb des Videos zur WOT, zum Gewinnspiel und zum freien Eintritt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch gebt, wenn ihr fleißig kommentiert, das Video natürlich auch anschaut. Wunderbar, fast 800 Aufrufe in der vergangenen Handelswoche. Es hat mich und natürlich auch das Team von JFD wirklich sehr gefreut. Ich würde mich freuen, wenn das weiter so geht, wenn wir uns zu den Livestreams, nicht nur meine Livestreams, sondern natürlich auch vom Chris Kämmerer teilweise in die Webinare, wenn ihr da reinschaut. Also wir haben ja da aktuell wirklich ein sehr, sehr schönes Angebot und wir werden auch sehen, dass wir das kommendes Jahr noch etwas ausbauen. Aber das Ausbauen folgt natürlich nur, wenn ihr auch die Videos schaut, wenn ihr die Videos gut findet. Also zeigt uns das und wir werden das Angebot hier für euch auch wirklich ein gutes Angebot, wo ihr auch was lernt, wo ihr Live-Trading bekommt, wo ihr eben Ideen bekommt, weiter ausbauen, um dann natürlich für euch noch bessere Angebote hier bereitstellen zu können. In diesem Sinne, Good Trades im Mega Trading für die kommende Handelswoche und ihr seid herzlich willkommen in den Livestreams von uns. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.